Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch hier etwas machen, das habe ich noch gar nicht gemacht, nämlich ein Ranking. Nächste Woche startet ja der neue Film von Roland Emmerich namens Moonfall. Darin schmeißt er den Mond auf die Erde und das passiert im Grunde dasselbe wie in jedem Roland Emmerich-Film. Oder vielleicht nicht. Hat Roland Emmerich eigentlich auch noch andere Filme gemacht? Und wenn ja, wie sind die eigentlich gewesen? Ich habe mir deswegen gedacht, ich schaue mir mal alle seine Filme an und ranke die durch. Dazu sei eines gesagt, in diesem Ranking fehlt jetzt noch Moonfall, weil ich euch erst in ein paar Tagen die Kritik dazu liefern darf. Und einen weiteren Film, den habe ich nicht gesehen, nämlich von 2016 gibt es ein Drama namens Stonewall. Darin geht es um die Aufstände in Stonewall. Das hatte was mit der schwulen Bewegung zu tun und wie man hört, ist der Film ganz schöner Schrott. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt keine große Lust, mir den anzugucken. Wenn ich mir so Wertungen wie das hier von Rotten Tomatoes anschaue, dann weiß ich eigentlich schon, was mich da erwartet. Aber die Filme, die ich gesehen habe, die ranke ich jetzt ein. Und das sind 16 an der Zahl. Deswegen machen wir gar nicht lange rum. Los geht's mit dem Ranking vom schlechtesten zum besten Roland Emmerich-Film. The Japanese are planning something bigger. So what's the target? We believe it's Midway. Washington disagrees. Washington is wrong. Wir fangen ganz unten an mit einem Film, den werdet ihr wahrscheinlich gar nicht gesehen haben. Ich wette, den hat keiner auf dem Schirm, denn Midway ist einfach so in der Versenkung verschwunden. Dabei ist das Thema eigentlich gar nicht mal so uninteressant. Für Leute, die gerne Dunkirk geguckt haben, wäre das hier was gewesen, wenn nicht Roland Emmerich das Ganze von jemandem hätte inszenieren lassen, der die Spezialeffekte mit dem N64 programmiert hat. Denn genau so sieht das hier aus. Unglaublich billig. Man merkt regelrecht, dass Roland Emmerich mittlerweile die finanziellen Mittel dafür fehlen. So ein Spektakel vernünftig umzusetzen. Und ansonsten hat das hier wirklich alle Probleme, die wir jetzt auch in dieser Liste immer wieder bei den Roland Emmerich-Filmen sehen werden. Es gibt Logiklöcher, die Dramaturgie ist unglaublich schlicht und die Darstellerleistungen sind meistens wirklich eine absolute Katastrophe. Was auch daran liegt, dass Roland Emmerich wirklich kein guter Regisseur ist, wenn es darum geht, die Darsteller zu führen. Und Midway war so ein ganz spezieller Fall, wo all die anderen Probleme bestehen, aber man nicht mal sagen konnte, ja gut, dann gucke ich das halt wegen dem Spektakel, weil das hat hier auch nicht funktioniert. Deswegen ganz unten auf der Liste Midway. Und dann kommen wir zu drei Filmen, die ihr wahrscheinlich gar nicht gesehen habt, denn die Karriere von Roland Emmerich, die begann halt weit vor diesen ganzen Katastrophenfilmen, nämlich im Schwabenland. Da hat er die ersten Erfolge produziert. Das hier ist der Film Making Contact, beziehungsweise in Deutschland heißt er Joey. Und man sieht das schon ganz deutlich. Das hier ist Roland Emmerichs Version von E.T. Da hat er ganz genau hingeguckt. Du hast den kleinen Jungen, du hast sogar ein rotes Telefon, du hast sogar einen Roboter, der aussieht wie R2-D2 auf Wish bestellt, der so ein bisschen als kleiner, niedlicher Sidekick gelten soll. Und ansonsten ist hier aber alles 3 Oktaven billiger als in E.T. Und dann mischt Roland Emmerich aber auch noch ganz viele Versatzstücke von Poltergeist mit rein. Und das muss man hier an diesem Punkt vielleicht auch mal gleich mal für die nächsten Filme dazu sagen. Der erste Part von Roland Emmerichs Karriere war halt, dass dieser Mann im Grunde nur nach Hollywood geguckt hat, sich seine Vorbilder genommen hat und die super dreist kopiert hat. Und die Musik in diesem Fall ist das tut weh. Es ist wirklich so, es klingt, als hätte jemand eine Horde von 5 Klässlern genommen und gesagt, hier habt mal ein Elektro-Keyboard, macht mal irgendwie was, was so klingt wie Soundtrack. Und dann haben die alle gleichzeitig auf die Tasten gehauen. Das ist der Soundtrack von Joey. Ich kann euch daher nicht unbedingt empfehlen, den nachzuholen. Dann nur 2 Jahre später kam das hier, Ghost Chase, beziehungsweise in Deutschland heißt der Film Hollywood Monster. Und es ist ein Film, der so in der Vergessenheit versunken ist, dass ihn kaum noch jemand kennt. Und das ist immer ein gutes Indiz, wenn man auf YouTube nach Trailermaterial sucht und dann sieht das so aus. Ja, das ist wirklich das bestaufsehendste Material, was ich zu diesem Film gefunden habe. Aber viel mehr muss man dazu auch nicht sagen. Es ist nochmal so eine Art E.T.-Kopie. Hier sind ganz viele andere Sachen auch wieder drin. Roland Emmerich hat wieder zig Ideen vermischt. Und so schaut sich dieser Film auch. Als hätten 5 Drehbuchautoren gleichzeitig da gesessen und jeder durfte mal so eine Idee in den Hut stecken. Und am Ende ist da aber kein vernünftiges Drehbuch draus geworden. Oh, richtig schlecht sieht er aus. Und damit sind wir bei dem Film, der die Karriere von Roland Emmerich erst ermöglicht hat, nämlich das Arche-Noah-Prinzip. Das war damals sein Abschlussfilm an der Filmhochschule. Statt der üblichen 20.000 D-Mark, die man damals bekommen hat, um seinen Film fertigzustellen, ist dieser Film ja tatsächlich mit sagenumwobenen 1 Million D-Mark finanziert worden. Man muss sagen, es ist so ein typischer Film, der aus so einer Frühphase von solchen Regisseuren kommt, die
zwar visuell sehr starke Ideen haben, weil sie sich auch viel inspirieren haben lassen in diesem Fall, aber darüber hinaus gibt es hier fast nichts zu erzählen. Es geht um so ein Mikrowellenexperiment mit Wetter, was dann auf militärischer Ebene eingesetzt werden soll, aber letzten Endes begleitet man nur zwei Astronauten, die die ganze Zeit nichts tun. Roland Emmerich filmt hier alle möglichen Banalitäten ab, damit er irgendwie Zeit schaffen kann, um diesen Film auf die volle Lauflänge zu bekommen. Kann man sich heute ehrlich gesagt nicht mehr wirklich angucken. Für die damaligen Verhältnisse mag das auch für den deutschen Raum krass gewesen sein, gerade wenn man denkt, das hier ist ein Abschlussfilm von einem Studenten. Und auf Amazon Prime gibt es den zum Beispiel inkludiert. Und damit haben wir den ersten Film auf der Liste von dieser neuen Phase von Roland Emmerich. Die fing so in den 2000ern an und mit 2012 hatte er, das war nicht sein erster Katastrophenfilm, vorher gab es ja noch zwei andere, die ich gleich noch bespreche. 2012 war aber der erste Film, wo ich richtig gemerkt habe, jetzt habe ich es satt. Jetzt bin ich wirklich auf diesen Punkt gekommen, wo Roland Emmerich aufgehört hat, zu versuchen zu erzählen, Charaktere zu erschaffen, die echte Menschen sind, sondern hier werden nur noch Hüllen erzeugt, die in leblose Szenarien geworfen werden und die werden dann gesprengt. Ja, ob es jetzt der Mond oder Washington oder jetzt in dem Fall der Planet ist, es ist immer irgendwie ganz viel los und trotzdem im kleinen Detail eigentlich gar nichts, weil man durch diese zwischenmenschlichen Sachen, da wird so durchgehetzt. Die Dialoge sind immer schrecklich. Auch da ist Roland Emmerich nicht wirklich gut drin. Der schreibt die meisten seiner Drehbücher ja selbst. Und jetzt kann man sagen, aber wen interessieren Gefühle in einem Film, in dem alles Mögliche explodiert? Ja, das ermüdet ganz schnell. Ich hatte relativ schnell die Faxen dicke davon, dass da Autos sich überschlagen, hier reißt der Boden auf. Es dauert nicht lange und dann hat 2012 nichts mehr zu zeigen, weil das irgendwie alles sich recht schnell abnutzt. Und deswegen ist das ein Film, den ich, ehrlich gesagt, kein zweites Mal gucken muss. I have goosebumps, people! Speaking of, kein zweites Mal, 10.000 BC ist sein Versuch, Apokalypto von Mel Gibson in Scheiße nachzudrehen. Das hier ist die Geschichte von Urmenschen, die dann auf Säbelzahntigern reiten. Dann sind irgendwann irgendwelche ägyptischen Gottwesen dabei und alle unterhalten sich in Englisch und nichts ergibt Sinn, also wirklich gar nichts. Sie haben schon Handschellen erfunden und klar, nach Logik muss man in diesen Filmen nicht suchen, aber 10.000 BC scheißt halt richtig darauf. Klar, wenn man Bock hat auf CGI-Mammuts, dann bekommt man die hier. Es gibt aber auch ganz viele furchtbare Effekte. Ich finde, mit 10.000 BC fing das auch an, dass Roland Emmerich schlampig geworden ist, was den visuellen Part angeht. The hell is that? Hier werden sich jetzt zum ersten Mal die Geister scheiden, denn ich habe an anderer Stelle schon mal gesagt, dass ich Godzilla von Emmerich leider nicht geil fand. Das hier ist irgendeine Echsenvariante mit Matthew Broderick, die versucht auf Teufel komm raus humorvoll zu sein und das hat mit dem Ur-Godzilla nun schon mal gar nichts zu tun. Und selbst die späteren Versionen von Toho waren immer noch einfallsreicher und bunter und lauter und frischer als das, was jetzt hier passiert ist. Roland Emmerich hatte dann so eine Phase, da hat er sich an neuen IPs versucht und an einigen neuen Filmen, die gar nichts mit Katastrophe zu tun hatten. Und du merktest, er ist da auf großer Linie gescheitert. Deswegen kam er dann mit Independence Day, die Wiederkehr, oder auf jeden Fall hieß er Resurgence im Original, zurück und wollte dann wirklich den ganzen Globus aufsaugen lassen, denn das war die neue Superkraft dieser Aliens. Sie konnten jetzt die Gravitation umkehren oder so. Irgendwann ist da die Alien-Königin da mit dabei. Will Smith haben sie einfach aus dem Film gestrichen. Es sind ganz plumpe Bezüge zu China drin, damit die ihr Geld in diesen Film reinpumpen. Die Dialoge und Story sind wieder mal wirklich auf unterstem Niveau. Das ist eine Fortsetzung, die keiner wollte, keiner gebraucht hat und wo sich dann hinterher auch gezeigt hat, einen dritten Teil wird es hiervon sehr wahrscheinlich nicht geben, denn die Zuschauer haben es auch an der Kasse weitestgehend abgestraft. Dir macht das Ganze wohl auch noch Spaß? Nein. In der Mitte dieser Liste befindet sich jetzt ein Film, den werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen, aber es ist einer der ersten, mit dem Roland Emmerich auch im Ausland so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, nämlich Moon 44. Es ist der letzte Film, den er in einem Schwabenland gedreht hat, nämlich in so einer alten Panzerfabrik. Und ich muss sagen, wow, als ich die ersten Szenen hiervon gesehen habe, dachte ich so, das Art-Design, das ist ja fantastisch, aber ich dachte auch, sag mal, irgendwie kommt mir das doch alles sehr bekannt vor. Und ja, das hier ist im Grunde der komplette Visual-Bereich von Aliens mit Blade Runner gemischt. Und dann haben sie da ein bisschen so die Stories von Die Klapperschlange und von Outland drüber gestülpt. Und das ist dann die Handlung von Moon 44. Ein Film, der auch am ehesten zeigt, wo es später hingegangen ist. Mit der Effektarbeit und vor allen Dingen so mit Miniaturen, der damals vom Miniaturkünstler Volker Engel gebaut wurden. Und bei Moon 44 haben die beiden zum ersten Mal zusammengearbeitet.
wird. Und das sieht man so bei Szenen wie diesen, wo so Flüge durch so Täler hinein inszeniert sind und dann auch die Setbauten sind gar nicht mal übel gemacht, ne, für das Budget, was sie nur hatten, 15 Millionen. Da hat der Emmerich viel rausgeholt. Und das ist so sein großes Ding, seine Calling Card gewesen, mit wenig viel zu machen. Und eine Sache geht überhaupt nicht an dem Film. Die Darsteller sind mit so die schlechtesten Leistungen aus allen Roland Emmerich-Filmen. Der Hauptdarsteller Michael Paré, der geht gerade so noch. Am schlimmsten ist Dean Devlin, der spätere Produktionspartner von Emmerich, hat hier fast eine Hauptrolle, muss man sagen. Und Dean Devlin ist nicht umsonst heutzutage Produzent. Der kann nämlich aufs Verrecken nicht schauspielen. Und in diesem Film ist er eine absolute Katastrophe. Hier ist John Cale. Ich bin beim Präsidenten im Weißen Haus. Sie kontrollieren das Gebäude und haben Geiseln, darunter meine Tochter. Es kommt keine Hilfe. Ihr müsst da schleunigst raus. Damit kommen wir jetzt so langsam in die Ecke der Guilty Pleasures und mit White House Down haben wir einen, da scheiden sich die Geister sicherlich dran. Das Weiße Haus wird angegriffen und der amerikanische Präsident, gespielt von Jamie Foxx, der kann nur gerettet werden, weil Channing Tatum in seinem Unterhemd zur Hilfe eilt und dann sind dann irgendwann Raketenwerfer mit im Spiel und auch der Präsident nimmt irgendwann sein Maschinengewehr in die Hand und am Ende stürzen Hubschrauber. Es ist wirklich wow. Das kann man schlucken, muss man aber nicht. Ich fand diesen Film höchst durchschnittlich, aber auch irgendwie spannend. Da überwiegt der Teil, der so dumm ist, dass es dann irgendwie wieder spaßig ist und man vergisst auch ein bisschen die Probleme des Films. Gerade auch, weil Channing Tatum und Jamie Foxx wahnsinnig viel Spaß haben mit diesen Rollen und dann sei denen das verziehen und dem Roland, dem verzeihe ich doch eh fast alles. Before this war is over, I'm going to kill you. Ich bin dabei jedem, der sagt, das ist ein absoluter Grottenfilm und ich wiederum hatte damals im Kino durchaus Spaß. Roland Emmerich wurde nicht umsonst mit Michael Bay sehr viel verglichen, weil beide sich durch zwei Dinge auszeichnen, Explosionen und amerikanische Flaggen und in diesem Fall kriegst du wirklich die volle Wucht amerikanische Flaggen. Aber die Gefechte sind nicht schlecht inszeniert, auch der Drama-Aspekt ist gar nicht schlecht, gerade auch weil Mel Gibson, den kannst du in jede Rolle stecken und er liefert ab. Heath Ledger ist in einer starken Rolle dabei. Deswegen hat dieser Film auf jeden Fall Aspekte, die man gut finden kann. Und dann halt wieder das typische Zeug, was man bei Emmerich-Filmen immer kritisieren kann. Sein erster großer Ausflug ins Katastrophengenre, jetzt mal abgesehen von Independence Day, war das hier. Die Welt friert über in The Day After Tomorrow. Das hatte was. Ich muss sagen, ich weiß noch, dass ich das Ding sogar auf DVD hatte. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt da hinten in meiner Kiste kramen würde, würde ich sie sogar noch herausfinden. Jake Gyllenhaal, ich glaube, in einer seiner ersten Rollen nach Donnie Darko, hat der sich durch die vereiste Landschaft durchgeschlagen. Und wenn man den heute guckt, muss ich sagen, dann gibt der nicht mehr viel her. Aber für damalige Verhältnisse war das, glaube ich, so einer der ersten, der so richtig großes Tohuwabohu gemacht hatte. Es gab ja vorher so Einzelkatastrophenfilme. Twister, da hat sie dann so ein Wirbelsturm, der hier und da so durch die Gegend geeiert ist. Dann gab es Volcano, wo dann sehr punktuell ein Vulkan explodiert ist. Und hier gab es einmal eine wirklich globale Bedrohung. Und das gab es zu diesem Zeitpunkt nicht oft im US-Kino. Und Emmerich hat diesen Trend, würde ich fast sagen, so mit losgetreten. How you doing? Ich glaube, jetzt sind wir so langsam in dem Bereich, da würde man jetzt nicht mehr unbedingt streiten über die Qualität der Filme. Oder würdet ihr tatsächlich sagen, Stargate hat euch nicht gefallen? Ich weiß noch, ich war damals im Kino, irgendwann in den 90ern ist das gewesen und ich war geflasht. Ich mochte das, es war groß, es war spektakulär. Es hatte von allem etwas. Außerirdische Pyramiden. Und das ist immer so ein bisschen das Ding bei Roland Emmerich. Der hat immer ganz viele Ideen und wirft die ganz gern zusammen. Und das funktioniert manchmal überhaupt nicht, wie bei 10.000 BC oder vorher auch bei Joey. Aber in diesem Fall, da hat das irgendwie für sich funktioniert. Und Stargate, ne, wir wissen alle, hat mittlerweile jetzt auch alle möglichen TV-Serien nach sich gezogen. Die haben mit mir gar nichts gemacht. Aber der Film, der war in Ordnung und deswegen ist er hier relativ weit oben. Time's up. Und dann gleich der nächste Film aus dieser Ära. Independence Day ist ein Film, bei dem ich auch immer wieder hin und her gerissen bin. Es gibt ganz viele Aspekte, die auch je älter ich werde und je mehr ich mich mit Filmen auseinandersetze, die immer weniger für mich gehen. Wenn ich diesen Film heute gucke, muss ich wirklich drei Augen zudrücken, um den noch halbwegs gut zu finden. Aber diese Bilder, dieser Eindruck, den das erzeugt, wenn sich diese riesigen Raumschiffe über diese Köpfe hinwegschieben, das ist ein Bildnis, das ich wahnsinnig stark finde. Das macht Roland Emmerich schon sehr gut, dass das Ganze ultra cheesy zwischendurch ist und dass die Logik wirklich direkt aus der Tür hinaus befördert wird und dass auch Will Smith mir viel zu drüber ist in diesem Film, kann ich verknusen. Wenn dafür solche Zerstörungen passieren dürfen, na okay. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jetzt viele sagen, hä?
Das verstehe ich überhaupt nicht. Wahrscheinlich kennen auch viele diesen Film gar nicht, aber ja, Roland Emmerich hat mit Anonymous im Jahr 2011 einen Film gemacht, der so gar nicht in seine Vita zu passen scheint. Anonymous erzählt nämlich die Geschichte von dem wahren Shakespeare-Autor. Es wird die Theorie aufgestellt, dass Shakespeare gar nicht Shakespeare war, sondern irgendein Imposter, der sich als er ausgegeben hat. Und dieser Theorie möchte Anonymous auf den Grund gehen. Und das kann man scheiße finden. Ne? Wie bei allen Romanen. Das habe ich jetzt heute mehrfach erzählt in diesem Video. Aber ich fand ihn damals gut. Ich weiß noch, dass ich sehr unterhalten war im Kino. Deswegen möchte ich da einfach mal drauf vertrauen, dass mein Gefühl noch das Richtige ist. Ich hatte dem damals 3,5 Sterne gegeben. Und eigentlich gibt es nur noch einen weiteren Film in dieser Liste, der 3,5 Sterne bekommen hat. Und jetzt haltet euch fest, das ist... Ich muss irgendwo eine Wanze an mir tragen. Ja, und was soll ich dagegen unternehmen? Suche nach etwas Ungewöhnlichem. Nach etwas Hartem. Das ist mein absolutes Guilty Pleasure. Universal Soldier aus dem Jahr 1992 ist ein herrliches Quatschfest mit Dolph Lundgren und Jean-Claude Van Damme. Hier gibt es harte Action, richtig krasse Gewalt zum Teil, aber auch Humor. Ich finde, Jean-Claude Van Damme ist hier in seiner besten Rolle zu sehen neben... Was? Na gut, er hatte noch ein paar andere gute Rollen. Aber ich finde, er ist einer seiner besten. Dolph Lundgren merkt man an, dass er wahnsinnig Spaß hat als Bösewicht. Und die Effekte bzw. die Inszenierung ist sauber. Hier gibt es ein tolles Setdesign. Ich habe manchmal das Gefühl, selbst die schlechtesten Regisseure haben diesen einen Film. Da kann man nichts dran rütteln. Bei Paul W.S. Anderson ist es für mich Event Horizon. Und selbst ein Uwe Boll hat ja nicht nur absolute Katastrophen gemacht. Und Roland Emmerich, sein Meisterwerk ist für mich... Universal Soldier. Und das konkludiert mein Ranking. Wenn ihr wissen möchtet, wo sich da Moonfall ungefähr einordnen lässt, dann schaltet in ein paar Tagen wieder ein. Da gibt es die Kritik zu dem Mondsturz auf die Erde-Film. Sagen wir mal so, er wird nicht ganz oben landen, aber auch nicht ganz unten. Den Rest könnt ihr selber herausfinden. Bis in ein paar Tagen. Tschüssi. Gute Nacht, Arschloch.